Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Pressekonferenz des 1. FC Saarbrücken anlässlich des Spiels morgen beim SV Sandhausen. Es ist auch gleichzeitig die erste Pressekonferenz nach dieser magischen Nacht von Mittwoch nach dem Bayern-Spiel. Wir gucken auf dieses Bayern-Spiel mit Sicherheit noch ganz kurz, aber auch ganz fokussiert auf Sandhausen mit unserem Trainer und Manager Rüdiger Ziel. Hallo. Hallo. Und wie soll das anders sein mit dem Ex-Sandhauser Spieler Julius Biada? Servus, herzlich willkommen. Ja, Rüdiger, haben wir das Ganze auch schon emotional ein bisschen verkraftet oder steckt es immer noch so ein bisschen in den Köpfen drin? Ja, am Ende ist es ein einmaliges Erlebnis für alle Beteiligten. Deswegen muss es jetzt nicht kleiner reden, und weil jetzt morgen wieder ein Punktspiel ist. Am Ende ist, glaube ich, wirklich was Historisches, was die Mannschaft geschafft hat, was wir alle geschafft haben, was auch in Jahren noch auch bestehen bleibt. Und das ist, sind wir uns bewusst. Fühlt sich immer noch unwirklich an, dass wir das wirklich geschafft haben. Von daher die Freude riesengroß gewesen, klar, für alle Beteiligten, auch jetzt noch, zwei Tage danach. Am Ende wissen wir auch, wir müssen Schalter umlegen, dass wir morgen einfach eine gute Leistung in einem ganz, ganz anderen Spiel einfach auf den Platz bringen, weil das Spiel am Mittwoch war grandios, war super für alle. Trotzdem wollen wir einfach morgen dann wieder drei Punkte holen. Haben wir, glaube ich, in der Liga was gut zu machen, und da müssen wir das aus den Köpfen rauskriegen, das Bayern-Spiel. Ich glaube, diesen Schwung und diese Emotion und das Positive einfach mit in das Spiel reinbringen. Aber trotzdem in der dritten Liga einfach einmal Boden gut zu machen. Müssen wir was besser machen als die Spiele zuvor, und das wissen wir. Und da sind wir gewillt, auch gegen Sandhausen einfach eine gute Leistung auf den Platz zu bringen. Du warst ja extrem nah dran am 2-1. Du hast dich noch weggeduckt, wenn ich das richtig gesehen habe, als er selbst schon. Ich bin extra noch ein bisschen abgefälscht. Hast noch ein bisschen abgefälscht. Genau. Erzähl mal, wie hast du das empfunden? Also im ersten Moment habe ich gedacht, scheiße, jetzt bin ich im Weg. Aber der Gausi ist so abgezockt, er hat ihn einfach vorbeigeschoben. Ja, unfassbar. Dann, ich glaube, sind alle Dämme gebrochen. Ich glaube, wenn 11 gegen 11 spielen, hast du grundsätzlich immer eine Chance. Aber in unseren kühnsten Träumen haben wir nicht damit gerechnet, dass das diese Wendung nimmt. Ich glaube, wenn man, ist ja fast wie ein Blockbuster, also schöner kannst du es ja nicht schreiben, 96. Minute vor der eigenen Kurve. Ja, und dann nur noch pure Emotionen. Wir wussten dann aber, das Ding wird nochmal angepfiffen. Deswegen war das Spiel noch nicht vorbei, obwohl wir voller Adrenalin waren. Glaube ich, mussten wir dann schon nochmal alles irgendwie reinwerfen. Aber ich glaube, spätestens danach die Jubelbilder, ja, die werden für immer unvergessen bleiben. War eine richtig geile Nacht, ja. Und später noch in der Stadt gewesen? Später haben wir uns dann noch zur Besprechung in der Stadt getroffen. Ja, muss man ja auch sacken lassen. Ich glaube, nach so einem Spiel kannst du sowieso nicht direkt ins Bett. Coach hat gesagt, Jungs, ihr dürft. Und dann sind wir in die Stadt und haben einfach mit den Leuten gefeiert. Auch das war unvergesslich, der ganze Zuspruch, wenn Leute kommen und sagen, ihr wisst, glaube ich, gar nicht, was ihr heute geschafft habt. Ist das sehr bewegend, sehr besonders, und ich glaube, das hat uns als Truppe auch nochmal zusammengeschweißt. Ja, Rüdiger, mach mal den emotionalen Breakdown. Gucken wir auf Sandhausen. Du hast immer wieder darauf hingewiesen, die Liga ist wichtig. Wichtiger sogar als der Pokal. Wir wollen ja aus dieser Klasse irgendwo raus. Wie schaffen wir es jetzt von dieser totalen Euphorie, die Fokussierung auf Sandhausen, und was erwartet uns in Sandhausen? Sandhausen hat ein Negativerlebnis gehabt, obwohl sie ganz gut gespielt haben gegen Leverkusen am Ende. Dann deutlicher verloren, als es war. Was erwartest du in Sandhausen? Ja, ich glaube, ich werde das der Mannschaft später auch sagen, Liga-Alltag ist wichtig, wichtiger als Pokal. Das wissen die auch. Trotzdem weiß man nicht, wie morgen das Spiel auch sein wird. Am Ende ist es einfach so, dass Sandhausen klar mit den Ambitionen in die Runde gestartet ist, aufsteigen zu wollen, aufsteigen zu müssen. Merkt man auch daran, dass sie jetzt nach einem durchwachsenen Start Trainer schon gewechselt haben. Von daher, Mannschaft, die
einen kompletten Umbruch erlebt hat nach dem Abstieg, die aber einfach sehr, sehr viel individuelle Qualität einfach dazu bekommen hat und entsprechend auch absolut berechtigt diese Ziele auch ausgerufen hat. Von daher müssen wir auch da wieder an unsere Grenze gehen. Und am Ende ist es, glaube ich, was man jetzt auch die Spiele gesehen hat, Mannschaft und unglaublichen Willen, dass es auch nach so einem Fight, dieser Mittwoch war, eine Willensleistung sein muss morgen, wo wir schon einfach sehr, sehr viel investiert hatten. Und auch das morgen, dass wir das einfach, diese Grundtugend wieder auf den Platz bringen müssen, zu viel zu laufen, viel zu kämpfen. Plus, ich gehe davon aus, dass wir ein bisschen mehr Ballbesitz haben werden, als jetzt das am Mittwoch der Fall war, dass wir da einfach unsere Momente dann auch kriegen werden und auch dann umsetzen müssen, dass wir torgefährlich werden, so wie es auch am Mittwoch war. Ich glaube, in der Mannschaft steckt viel Potenzial, auch spielerisch, dass wir das dann auch morgen auch zeigen können. Du bist ja von Sandhausen zu uns gewechselt, kennst den Verein ja dann relativ gut. Was kannst du uns über diese Sandhäuser sagen? Wir haben ja noch nicht so oft gegen die gespielt. Und was erwartest du persönlich? Hast du noch Kontakte dahin? Ja, klar, den einen oder anderen kennt man noch. Wobei aus der Mannschaft sind nicht mehr viele Jungs da. Da war ja auch dieses Jahr der große Umbruch. Ich kann sagen, in der zweiten Liga ist, glaube ich, keine Mannschaft gern nach Sandhausen gefahren. Und ich glaube auch, dass das weiterhin irgendwie bestehen bleibt, weil dort halt auch Fußball gearbeitet wird. Also es ist ein ganz anderes Spiel als am Mittwoch, das wissen wir. Ich glaube, da treffen unter Umständen zwei ambitionierte Teams aufeinander, die jetzt schon ein bisschen schuldig geblieben sind. Und wir wollen jetzt einfach den Turnaround schaffen. Deswegen, ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, ich fahre nach Sandhausen, um Freunde zu treffen. Deswegen, ich fahre dahin, um 3 Punkte zu holen. Das war unsere traditionelle Eingangsrunde. Kommen wir gerne zu den Fragen. Ich habe noch auf die obligatorische Frage mit dem Zettel gewartet, aber ich glaube, da hat gar keinen dabei. Rüdiger, du hast am Mittwoch gesagt, du musst schauen, wer einsatzfähig ist. Kannst du schon das Überblick geben, wie die Jungs da aus der Schlacht rausgekommen sind? Also vom Mittwoch sind alle Spieler weiterhin einsatzfähig, ob Starterelf oder Kader. Waren gestern auch viele da zur Pflege, was ich auch vermutet hatte. Bjarne Tölke wird heute im Training auch mit dabei sein, dass der eine Option ist, zumindest auf der Bank zu sitzen, wenn alles normal läuft, und bleibt bei den Verletzten mit Patrick Schmidt, mit Sebi Jakob, Richard Neudecker und Dominik Becker. Kicker wurde jetzt getitelt von Schreiber, hat die Frage gestellt bekommen, ob er die Nummer 1 ist und bleibt. Wie antwortet denn der Trainer darauf? Er hat ja gegen Dresden im Punktspiel auch schon im Tor gestanden, von daher wird er auch morgen dann im Tor stehen und wird das Spiel dann auch bestreiten. Kleiner Dämpfer vielleicht, aber als der erste FC Saarbrücken 2020 diese Superpokalreise hatte, war in der Liga dann immer so ein bisschen, was dann im Anschluss immer ein bisschen holprig. Wie willst du das behindern, dass du diesen Pokalflug siegen kannst? Also 2020, ich hab diese Frage erwartet. Hat man 4 Spiele gehabt und danach hat man in der Liga 2 Siege gehabt und 2 Niederlagen. Wir hatten jetzt schon ein DFB-Pokalspiel und haben danach verloren. Also wenn wir in der Serie bleiben, so in diesem Rhythmus, werden wir dann morgen ja gewinnen. Frage an Julius, du hast ja eine außenstehende, glaube ich, kaum nachvollziehbare Leidenszeit gehabt. Jeder, der mit dir zu tun hat, sagt, ist ein sehr professioneller Spieler, der alles Mögliche schon versucht hat. Deswegen mal die Frage, wie geht's dir und wie ist das Vertrauen in den Körper? Und auch angesichts so einer harten englischen Woche, so ein Startelf-Einsatz für dich schon denkbar, dass man die Kommunikation mit dem Trainer. Es ist immer schön, wenn die Leute mich gerne auch von Beginn an mal auf dem Platz sehen würden. Das würde ich natürlich auch, aber wir haben da, glaube ich, einen ganz guten Dialog, der Trainer und ich. Ich bin jetzt gerade fit. Ich genieße das unglaublich, fit zu sein. Ich genieße das, so Momente wie am Mittwoch aktiv auf dem Platz mit den Jungs zu feiern und erleben zu können. Ich glaube, der Trainer kann meine Leistungsfähigkeit Stand jetzt gut einschätzen.
Wenn er sagt, er traut mir das zu, dann ist das so. Ich werde mit Sicherheit nicht Nein sagen. Und wenn er sagt, ich brauche dich 30 Minuten, 20 Minuten von der Bank, dann werde ich auch da sein. Also im Endeffekt genieße ich einfach die Zeit, gesund zu sein. Es war eine lange Leidenszeit. Ich hoffe, die habe ich jetzt ad acta gelegt und freue mich jetzt einfach auf die nächsten Wochen. Und klar, viel spielen gibt es für einen Fußballer eh nichts Schöneres. Von daher ist alles gut. Gebe ich die Frage mal an Rüdiger Weibel. Du hast im Sommer zu mir gesagt, wenn wir es hinkriegen, dass Julius Miala eine längere Strecke fit ist, ist das ein Spieler, der lieber einen absoluten Unterschied machen kann. Wie ist jetzt deine Hoffnung, dass es doch noch so kommt? Und wie planst du ihn vielleicht schon für morgen ein? Wir sind total happy über den Status quo. Dass er, wie gesagt, über 3 Wochen jetzt, 4 Wochen im Training ist. Ja, klar, auch immer wieder dosiert, wo wir sagen, statt 4 intensiven Durchgängen wird er 3 Durchgänge nur mitmachen. Nehmen ihn raus, wenn einfach so diese Überzeugung da ist, dass wir ein bisschen bremsen müssen. Am Ende ist er sehr, sehr motiviert und will eigentlich alles machen und ist dann sauer, wenn wir ihn im Training dann mal rausnehmen. Aber habe ich lieber so als andersrum. Und nur so zum Vergleich einfach sein Ist-Zustand auch darzulegen. Ich kann mich an DFB-Pokalspiel gegen Karlsruhe erinnern, wo er auch im Kader war. Da war so eine Überlegung, wechsle ich ihn jetzt ein beim Stand von 1:1? Wenn es dann noch Verlängerung gibt, dann wird das eine enge Kiste, ob er das durchsteht. Da sind wir jetzt deutlich drüber weg. Auch gestern am Mittwoch dann ihn beim Stand von 1:1 eingewechselt, wo wir gewusst haben, das kann gut funktionieren, auch über die Verlängerung dann. Und das ist das Schöne einfach, dass er im Moment einfach auf einem guten Weg ist. Ich glaube, Startelf-Einsatz ist vielleicht noch zu früh, wobei es am Ende klar vom Kader auch abhängig ist und wir da dann gucken müssen, wie kommt jetzt Brünker zurück, wie kommt Naifi einfach, der auch sehr, sehr viel gelaufen ist am Mittwoch, auch hier zurück, Simon Steele, und ist da eine Option. Es wird dann mit Sicherheit nicht so sein, dass Julius dann über 90 Minuten dann ackern wird. Aber im Grunde ist einfach sehr schön, diesen Ist-Zustand mit ihm, dass er mit dabei ist. Könntest du was gerade über die angesprochenen Spieler sagen? Brücker war ja jetzt auch am Mittwoch nicht vollständig fit. Ist er voll einsetzbar in Sandhausen? Ja. Die andere Frage, die ich hatte, ist, ihr habt ja relativ viele Gegentore bekommen bisher in der Saison. Jetzt habt ihr hier diese Umstellung gemacht gegen Bayern. Das war ja auch sehr, sehr erfolgreich. Also stringente Fünferkette hinten. Ist das auch eine Option jetzt, einfach das beizubehalten, um stabiler zu stehen? Ich glaube, wir haben in der Anfangsphase sehr viele Gegentore kassiert. Das hat man korrigiert, wo wir dann auch insgesamt weniger Tore kassiert haben. Von daher, glaube ich, waren wir da auf einem guten Weg auch, was die Gegentore betrifft. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Spiel wie gegen Bayern München, so komplett defensiv und 5-4-1 und wir verteidigen nur. Ich glaube, für diese speziellen Spiele dann auch absolut gegeben. Und es wird auch phasenweise dann in den Punktspielen dann so umgesetzt werden. Und trotzdem ist, glaube ich, die Mannschaft auch so, dass sie will nach vorne verteidigen und Bälle erobern möchte und sich eher so schwer tut mit, wir bremsen jetzt und verteidigen jetzt nur. Kader ist, glaube ich, so zusammengestellt, dass wir einfach lieber mehr Ballbesitz auch haben, aktiv nach vorne verteidigen wollen. Und klar ist auch, dass wir, so wie es dann in der Anfangsphase der Saison war, mit zu vielen Gegentoren, aber dann korrigiert und ist dann auch deutlich besser geworden. Von daher muss da, glaube ich, ein Mix von beiden einfach auch geben. Ich hätte mehrere Fragen gleichzeitig, und zwar geht es um den Kader. Mittwoch gegen Bayern war ja Finn Kotirba im Kader und war aber gar nicht als Torwart markiert. War das wegen der U21-Regelung? Nein. War das nur wir hatten bisher immer genug Spieler, die Regelung U23 erfüllen. Es war, glaube ich, schon mal irgendwo berichtet worden, wir mussten jetzt einen Torwart mitnehmen, dass die U23 oder den dritten Torwart mitnehmen, dass die U23-Regelung erfüllt wird. Das stimmt nicht. Wir haben mit Luca Kerber, mit Tim Cevea, wir haben genug junge Spieler, die mit Tim Schreiber im Tor auch, Simon Steele, der immer dabei ist, haben wir Spieler, die diese Regel erfüllen. Das war dann jetzt einfach falsch eingetragen.
Der Kader ist also nicht so klein. Und noch eine Anschlussfrage, was ist momentan mit Andy Breuer? Andy Breuer ist verletzt. Hm? Habe ich dann in den zwei Wochen, wo ich Urlaub hatte, wahrscheinlich nicht mitgemacht. Sorry. Das ist meine Frage. Ja, es war ein absolutes Stimmungshoch gegen die Bayern. Jetzt geht es in den Liga-Alltag zurück. Was sind Ihre besten Mittel quasi gegen den Partykater nach Mittwoch? Ich glaube, das war alles im Rahmen. Also, dass wir da klar am Mittwoch auch ein oder andere ein bisschen mehr feiern geht. Aber das, was ich auch schon gesagt habe, ist auch so eingetroffen, dass am Donnerstag schon viele Spieler auch hier zur Pflege schon da waren, im Grunde Massage genutzt haben, Sauna genutzt haben, dass wir da regenerieren können, war gegeben. Ich glaube, ein größeres Problem ist einfach die Intensität des Spiels, was das einfach dem einen oder anderen abverlangt hat vom Mittwoch, dass wir da einfach dann sehen müssen, wer morgen wirklich nah an den 100% ist, was den Fitnesszustand anbetrifft. Und ich glaube, das wird das Hauptaugenmerk sein, jetzt heute auch in den Gesprächen rauszufinden. Ja, es gab ja nach der AO und jetzt herbe Kritik. Jetzt, wie gesagt, es gibt ja Zeitungen, die auch Trainer benoten. War das nicht auch jetzt so eine Art Benotung zu sagen? Es klappt eben doch. Und vielleicht, dass man jetzt anders in die Sache rangeht und diese Kritik dann auch widerlegt hat mit guten Spielen gegen Dresden, mit der Einschränkung und gegen Bayern natürlich. Kurz überlegen, was ich antworte. Das Schöne ist, wenn man sich nicht mit dem Umfeld zu sehr beschäftigt. Am Ende, ich glaube, es ist gut, dass intern sehr viel Ruhe da ist, Vertrauen da ist, und das, glaube ich, für mich wichtig. Und alles drumherum kann ich eh nicht beeinflussen. Von daher ist es jetzt für mich jetzt klar, es ist super schön, wir haben gewonnen und alle loben dich. Aber ich weiß auch genauso, dass wenn wir morgen verlieren werden, dann heißt wieder, der kann nichts. Dann ist halt so. Von daher, mit dieser Herangehensweise von meiner Seite bin ich da auch im Misserfolg entspannt und auch im Erfolg dann entspannt, dass ich diese extremen Ausschläge dann gar nicht verspüre. Das ist halt üblich. Gut, dann frage ich nicht nach Andy Breuer, sondern nach zwei anderen Spielern, die am Sonntag jetzt spielen könnten. Für die Rechten war Leo Schein. Da ist da geplant, dass die dann auch, wenn sie nicht morgen jetzt längere Zeit spielen, am Sonntag eingesetzt werden in anderen Mannschaften. Ja, müssen wir morgen sehen. Die sind morgen im Kader dabei. Von daher ist gut möglich, dass die in der U19 bzw. in der zweiten Mannschaft dann zum Einsatz kommen. Sie haben am Anfang im Eingang der Einrichtung schon mal angesprochen, wie schwer die Umstellung quasi aus diesem defensiven System raus gegen die Bayern reinstellen konnte, dann zum Samstag eine andere Spielanlage auf einmal auf dem Platz bringt. Das ist ein Riesenunterschied. Wir haben das von dem Spiel, ich glaube, es war das erste Mal, dass wir nur so tief stehen. Ist eher vielleicht so dann wirklich herausragend und top, dass das die Mannschaft ohne Training, ohne wirklich das oft zu machen, zu gut umgesetzt hat. Ich glaube, dass wir über Ballbesitz erfolgreich sein können, hat die Mannschaft schon ein paar Mal auch bewiesen. Von daher wird diese Umstellung jetzt, glaube ich, leichter sein, als jetzt die Umstellung Richtung Pokalspiel gewesen war. Rüdiger, ich habe eine Frage an dich als Manager und nicht als Trainer. Der Verein hat ja jetzt einen richtigen Erfolg, auch bei der Stadt plötzlich wieder sehr viele Freunde. Bei dem positiven Nebenaspekt ist ja auch immer der Aspekt des Platzes zu berücksichtigen. Man hat jetzt auch im Dezember noch eine englische Woche mehr. Ich glaube, das Dresden-Spiel ist noch nicht terminiert, könnte aber auch noch in dem Jahr sein. Wie ist denn da im Moment die Kommunikation mit der Stadt? Steht da die Hoffnung, dass nicht nur die Pokalspiele sauber über die Runden gebracht werden, oder gibt es auch mal einen Impuls, dass der Platz auch jetzt mal dauerhaft? Erzähl mal, wie kommuniziert der Verein? Ich habe seit Mittwoch nicht mit der Stadt kommuniziert, oder der Verein hat mit Sicherheit. Ich habe mit Uwe Konrad dann nach dem Spiel auch kurz gesprochen, klar. Ich glaube, man muss einfach Zeit investieren in den Platz. Und dann kriegt man den auch in relativ kurzer Zeit in einen richtig guten Zustand, auch wenn er vorher desaströs war. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, Zeit zu investieren in die Pflege des Platzes. Dann funktionieren auch viele englische Wochen auf dem Platz. Das war aber jetzt eine harte Kritik an der Landeshauptstadt. Das heißt ja eigentlich, dass man sich bisher eigentlich überhaupt nicht drum gekümmert
Ich sehe das komplett anders. Ich sehe das als riesengroßes Lob, dass im Grunde innerhalb von 3 Tagen, also von Sonntag auf Mittwoch, dieser Platz nochmal so hergerichtet werden konnte, weil ist jeder, der am Sonntag entweder im Stadion war oder diese Bilder gesehen hat, wie der Platz am Sonntag nach dem Dresden-Spiel ausgesehen hat, war einfach eigentlich unmöglich, dass wir Mittwoch spielen. Und es war am Dienstagmorgen schon so, als ich da war, habe ich auf der PK hier erwähnt, dass erstaunlich gut ist der Platz. Und wenn einfach sehr viele Spiele sind, die jetzt dann kommen mit englischer Woche, ist einfach auch, glaube ich, gegeben, dass man sehr viel Zeit investieren muss in den Platz. Vielleicht nicht so, wie es jetzt die Tage zwischen Dresden und Bayern war, weil das, glaube ich, schon ein riesengroßer Aufwand war. Aber dass man einfach da auch dranbleiben muss, um das einfach so hinzukriegen, diese vielen Spiele, die wir dann zu Hause haben, auch über die Bühne zu kriegen. Weil ich glaube, vor dem Dresden-Spiel hat sich keiner über den Platz beschwert. Da war der in einem richtig guten Zustand. Das heißt, die ganzen Diskussionen, die jetzt mit dem Laub, dass man sagt, das muss alles neu gemacht werden, die Drainage funktioniert nicht und so. Du denkst, man kommt auch eigentlich mit diesem Platz so zurecht. Man hat geglaubt, du warst noch nicht hier, das war vor 3 Jahren, als mal Heimspiel Zwickau wurde mir erzählt und hatte ich auch mitbekommen, wo es gefroren war und es kurzfristig einfach schwierig war oder das Spiel abgesagt werden musste. Dann hat Dresden das erlebt mit sehr viel Regen, wurde das Spiel dann abgebrochen. Ich glaube, so Ausnahmesituationen kann man nie irgendwo voraussagen, kann man nie irgendwo auch komplett beeinflussen. Letztlich, glaube ich, kann man den Platz besser machen im Vorfeld der Planung. Und da muss man als Eigentümer entscheiden, machen wir das komplett neu, dann wird es, glaube ich, richtig teuer auch wieder. Oder investieren wir dann die Zeit, diese neue Maschine, die sie gekauft haben, ob die dann im Vorfeld bei Regenfällen schon irgendwelche Hilfe leistet, weiß ich nicht, bin ich nicht der Experte dafür. Aber bisher kann ich mich über den Platz nicht beschweren, war das auch alles in Ordnung und glaube auch jetzt im Vorfeld von dem Bayern-Spiel eine tolle Leistung, dass man das geschafft hat, den Platz so hinzukriegen. Eine andere Frage. Marcel Gauss bekommt jetzt unheimlich viel Lob. Das denke ich auch sehr berechtigt, aber es gibt natürlich auch andere Spieler, wie zum Beispiel Simon Stähle, die jetzt in der allgemeinen Betrachtung ein bisschen weniger da stehen, aber wie würdest du zum Beispiel seine Leistung im Bayern-Spiel einordnen? Ich glaube, es sind mit Sicherheit Spieler wie jetzt Tim Schreiber, der einfach dann Bälle gehalten hat, Marcel Gauss, der, glaube ich, dann im Spiel defensiv einfach schon sehr, sehr gut gespielt hat und dann noch das Tor macht, die herausstechen, aber aus einer total geschlossenen Mannschaftsleistung. Ich glaube, ich kann jetzt keinen erwähnen, wo ich sage, war jetzt nicht so gut, weil sonst hätte es auch nicht funktioniert. Ich glaube, wenn einer nicht über die Grenzen weggegangen wäre, hätten wir das Spiel verloren. Und ich glaube, wir waren alle eingesetzten Spieler, hat alles funktioniert. Und das haben wir gebraucht mit Simon Stähle, den Auftrag gehabt, anzulaufen, Lauerstellung zu haben für Kontersituationen und hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, hat Bälle behauptet, hat auch beim Ausgleich vom Patrick Sontheimer die Situation dann auch weitergeleitet auf Lukas Böder vorher. Von daher auch er einfach sich nahtlos in eine richtig, richtig gute Mannschaftsleistung eingefügt, weil es nochmal, sonst hätte es nicht funktioniert. Kann es sein, dass Lukas Böder so offensiv in dieser Position gestanden hat? War klar, war eine Phase, wo wir, glaube ich, insgesamt, wo das Spiel ein bisschen offener geworden ist, wo es ein bisschen wilder geworden ist, wo wir früher attackiert haben auch. Und am Ende war Thema aus der Dreierkette auch auf die Achterposition raus zu verteidigen. Dass das natürlich der Achter sich so tief im Ball vom Gegner da abholt und hat aber einfach die Situation einfach sehr gut erkannt, dass im Grunde nur noch diese Option im Spielaufbau da war und glaube sehr, sehr gutes Timing gehabt, dass er den Ball dann auch da erobern konnte. Okay. Bei
vielleicht auch eine Frage an beide. Rüdiger, du hast nach dem Bayern-Los so ein bisschen geschluckt. Wir hatten uns ja auch darüber unterhalten, so richtig dein Wunschlos war es nicht. Jetzt ist am Sonntag nochmal Auslosung. Wir sind tatsächlich, der erste FC Saarbrücken ist tatsächlich noch dabei. Ich glaube, im Nachgang war es ein Traumlos. Ich hätte gern ein Derby zu Hause, ja. Das heißt Homburg oder FCK? Ja. Komm, die Homburg oder so. Ja, ich sag mal so, auf dem Papier kann es ja nur leichter werden. Ja, von daher nehme ich alles, was kommt. Ich glaube, wie Sie schon erwähnt haben, im Vorfeld des Bayernloses hatte jeder gemischte Gefühle. Jetzt ist es wunderbar gelaufen. Ich glaube, wir genießen das einfach, wenn wir hier wirklich vor ausverkauftem Haus nochmal ein Heimspiel haben können. Und dann ist auch scheißegal, wer kommt. Ich glaube, die Leute lechzen jetzt schon nach dem Sonntag und freuen sich drauf, da irgendwie ein schönes Los gezogen zu bekommen. Aber natürlich ein Spiel mit extra Feuer wäre natürlich schon interessant. Ich lasse mich überraschen. Befürchtest du, dass man die Underdog-Rolle, die man jetzt die ganze Zeit hatte, verloren hat? Also wenn jetzt zum Beispiel Nürnberg kommt, dass man sagt, naja, müssen wir ja wohl entnommen? Ich glaube, wer den ersten FC Nürnberg kennt, weiß, was das für ein Verein ist. Und da muss man leider ehrlich sagen, dass ich da die Underdog-Rolle nicht wegschieben würde. Und ich glaube, das wäre auch vermessen. Auf dem Papier sind wir der Drittligist. Das wird sich diese Saison nicht ändern. Von daher genießen wir das, Underdog zu sein. Ich glaube, diese David gegen Goliath-Story, die war attraktiv am Mittwoch. Von daher, wir haben uns, glaube ich, in der Rolle ganz wohl gefühlt. Und das ist auch gut so, wenn das weiterhin so bestehen bleibt. Also ich glaube, jetzt sollte hier keiner einen Höhenflug haben. Das war eine Momentaufnahme, wie man so schön sagt. Wir werden das nie vergessen. Ich glaube, keiner, der da war, wird es je vergessen. Aber wir sind und bleiben ja, der Drittligist und das ist auch gut so. Ja, Rüdiger, ich habe am Mittwoch bei keinem FCS-Spieler wirklich sowas wie Angst gesehen. Das hat manche Menschen im Stadion überrascht. Wie impft man den Spielern Mut ein? Oder inwieweit muss da auch ein bisschen von den Spielern natürlich selbst kommen? Ich glaube, die Überzeugung, die eigene Qualität ist schon da. Jetzt in so einem Spiel mithalten zu können, ja, vielleicht ein bisschen weniger. Aber im Grunde war es, ich glaube, das, was ich auch hier gesagt habe, dass wir einfach als eine geschlossene Mannschaft einfach da auftreten wollen uns gut präsentieren und einfach die Sachen, die wir beeinflussen können, die wollen wir maximal gut machen. Das war die eigene Leistung. Die Mannschaft hat es dann auch so auf den Platz gebracht und ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit, was Ballbesitz auch anbelangt, hat wirklich sehr, sehr gut mitgespielt. Peter, wir hatten vor dem Spiel gesprochen, dass sogar Anfragen aus, ich glaube, Japan vorgelegen haben. Wie sieht es denn jetzt nach dem Erfolg pressemäßig aus? Also das Medieninteresse vor dem Bayern-Spiel war schon außergewöhnlich, aber was gestern los war, das war für mich jetzt als Pressesprecher, ich mache das ja schon ein paar Tage, das war ein Tag, den ich auch nicht so oft erlebt habe, Anfragen Australien, Marcel Gauss heute Morgen noch gerade gemanagt, ein BBC-Interview auf Englisch, das weltweite Interesse offensichtlich geweckt, einfach durch die positiven Bilder, die am Mittwochabend nicht nur in Deutschland, sondern europaweit rausgesendet worden sind. Das war eine pure kindliche, fast kindliche Freude über einen Erfolg, den uns ja keiner zugetraut hat. Also ein Journalist aus Frankreich hat mich gestern gefragt, ob man es jetzt wie das gallische Dorf fühlt. Genauso kann man ja sagen, wir haben die übermächtigen Römer, sprich die Bayern, in die Schranken verwiesen, ohne jetzt irgendwie hämisch zu sein oder sowas, aber pure Freude. Und nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Drumherum habe ich jetzt mitbekommen. Zuschauer, die Reaktionen hinterher, die waren alle von Freude geprägt. Und das Saarland hat da richtig jetzt nochmal auf einer breiten Bühne jetzt mal eine richtig positive Visitenkarte abgegeben. Und da kann man schon als Saarländer stolz sein. Das war dann schon jetzt in der Nachwirkung auch für die Region ganz wichtig, dass man jetzt tatsächlich über den Fußball nochmal sichtbar geworden ist. Und das ist ja das, was wir immer wieder predigen. Fußball hat einfach eine Integrationswirkung und die müssen wir jetzt nutzen. Und die Mannschaft hat
toll genutzt, muss man sagen. Und ja, selten ist so positiv über das Saarland geredet worden wie jetzt die letzten Tage. Und da kann ich es auch verschmerzen, dass ich da morgens um 4.45 Uhr schon den ersten Anruf hatte. Kaum im Bett gewesen, aber der Tag fing dann an und gestern Abend 11 war es dann vorbei. Aber es war ein Tag, wo ja durchaus jetzt Freude dabei war und ja, auch so ein bisschen stolz, dass man jetzt diese Leistung gebracht hat. Keine weitere Frage. Ich habe gerade eben mal gesehen, Julius, war ein bisschen unhöflich, dass wir den gratuliert haben. Alles Gute zum 30. Dankeschön. Frage an die Trainer. Ich meine, mal nach dem Spiel, ist vor dem Spiel, Pokalspiel, sollten wir jetzt ad acta legen und nach dem Blick nach vorne richten, Sandhausen. Welche Stärken innerhalb der Mannschaft des SV Sandhausen sieht denn der Trainer? Hatte ich ja vorher schon erwähnt, große individuelle Qualität, haben so in der Abwehr ein bisschen Verletzungssorgen. Ein paar Spieler auf der Kippe stehen. Im Grunde sehr gute spielerische Fähigkeiten, gerade im Offensivbereich. Spieler, die sie da auch jetzt die zwei Spiele unter dem neuen Trainer auch wechseln konnten, einfach rotieren konnten. Zeigt einfach die Qualität in ihren Reihen mit erfahrenen Spielern, mit Hennings Mühling, Sebastian Stolze. Von daher sind wir gewarnt, was im Offensivbereich auf uns zukommt. Ja, dann sind keine Fragen mehr erkennbar. Die Rahmenbedingungen für morgen sind gesetzt. 14 Uhr Anstoß im Hartwaldstadion in Sandhausen, übertragen live bei Magenta und bei uns im Fanradio. Wir erwarten eine große Fan-Unterstützung von 1000 plus X, sage ich jetzt mal. Hat durchaus den Charakter, dass man eventuell auch von einem Heimspiel reden kann, je nachdem, wie mobilisiert die Leute jetzt vom Mittwoch her noch sind. Wir freuen uns auf diese Unterstützung und hoffen, dass wir aus Sandhausen mit was Zählbarem zurückkommen. Euch vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche in alter Frische wieder. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.